Ein herzerfrischendes Moin Moin und willkommen bei Warfunder. Ja, ich spiele heute mal ausnahmsweise alleine. Also nicht wundern, dass heute, mal das Intro ein bisschen anders ist und trotzdem noch dran steht Multiplayer. Und jo, also lassen wir mal schauen, was ich jetzt alleine hier reißen kann mit dem Panther D. Ja, fangen wir mal an mit meinem schweren Geschoss. Ob ich da irgendwas reißen kann. Die anderen sind schon vorgefahren. Ja. Hier ist ein Jagdpanther. Also, ja, wir sind da schon mal wieder gut eingeratet. 6,3, 5,7. Ja, okay. Sind wir jetzt. So, 6,0. Ja, wir sind also jetzt nicht total überrated worden. Zum Glück. Ja, aber schauen wir einfach mal, wie es läuft. Also heute erlebt ihr mich alleine Panzer fahren. First Blood hat auf jeden Fall schon meine Gegner. Und ich habe immer noch ein ganzes, ein halbes Haus auf dem Dach liegen. Oh, jetzt ist es weg. Mal gucken, ob wir hier was reißen können. Die Jagd hat auch schon mal ein Panther D rausgeschossen. Ich hab den jetzt gerade nicht ins. Krieg ich den nicht ins Visier, den Kollegen da hinten. Ja, der ist schon mal weg. Ersatz M10. Okay, also hier hat jemand mal das Gebäude hier weggesprengt. Okay, verstanden. Das Gebäude wollte keiner mehr haben. Da oben ist ein sturer Emil und ein Panther D. Panther D hat sich jetzt zurückgezogen. Oh, ein Waffenträger. Ziemlich unpraktisch, dass er da steht. Vor allen Dingen hat er so eine echt winzige Linie, wo man drauf schießen kann. So, Abschusshilfe haben wir schon mal. Da ist noch ein Waffenträger unterwegs. Sie zerstört. So, uns mal gerade reparieren. Ah, die Kiste ist ja jetzt schon etwas ramponiert. Liga-Ausführung E haben wir da hinten. Dann wollen wir mal schauen, dass wir hier das auf jeden Fall mal verteidigen. Da ist ein, die IS-2 ist immer noch da.
Scheiße. Oh. Ja, der Tiger E nimmt uns raus. Wir konnten nicht mehr schießen. Ja, das ist nun mal unpraktisch gewesen. Dass die Zielhilfe da ausnahmsweise mal nicht da war. Dann fahren wir jetzt mit dem Tiger H1 rein. Oh, fahren wir Tiger H1 fahren wir rein. Wollen wir mal schauen, wie es jetzt läuft. Ob wir da irgendwas schlagen können, ob wir da irgendwas machen können. Also, wenn, ist das heute auch quasi nur diese eine oder vielleicht zwei Schlachten. Also nur eine Kurzversion dessen, was sonst ist. Sorry, wenn ich da nicht die ganze Zeit quatsche, weil ich mich auch ein bisschen konzentrieren muss. Aber ich denke mal, das könnt ihr schon verstehen, dass man da nicht die ganze Zeit dann reden kann, während man am Kämpfen ist. So. Wollen wir mal gucken, dass wir die von hinten vielleicht erwischt kriegen. Ja. Und wir dann, wenn wir die nämlich so erwischen, vielleicht kriegen wir sie, ja. Ja, Punkt A muss verteidigt werden. Das ist mir vollkommen bewusst, Jungs. So, den habe ich ausgeschaltet, er hat mich ausgeschaltet. Das ist doch schon mal... Zwei Ziele haben wir ausgeschaltet. Ja. Wir sind auf jeden Fall schon mal nicht so extrem schlecht unterwegs in dieser Runde. Ah, es ist jetzt nicht optimal, aber schauen wir einfach mal, was wir da noch rausziehen können. Aber wir wollen ja auf jeden Fall gucken, dass wir wenigstens... ein paar Punkte noch mal zusammenkriegen. Natürlich, die sind da relativ optimal auf der Position da oben. Das ist mir schon bewusst. Ja. Ja, unsere Flak ist da fleißig am Ballern. Tickets, wie viele Tickets haben wir noch? Ja, wir haben noch genug Tickets eigentlich. Wir müssen das jetzt eigentlich nur noch halten. Ist die Sache eigentlich geritzt, ne? Oh, der hat schon 5 Abschüsse. Ich habe 3 plus ein Assist. So, jetzt müsste da aber eigentlich schon jemand mal ein bisschen aufgeräumt haben. So, der ist weg. Ja, wir sind noch Treffer rein. Aber Mission erfolgreich, ne? Wir haben wieder ein bisschen was erreicht. Wir haben ein bisschen was auch Geld verdient. Das ist schon mal gut. Ja. Wieder ein bisschen ein paar Erfahrungspunkte. Ihr seht jetzt ausnahmsweise mal auch, was ich forsche. Das ist das Nashorn gerade. Ja. So, und dann können wir ja quasi wieder in die Schlacht einziehen, weil unsere Fahrzeuge nicht weiter nicht schon komplett erforscht sind. Ja, dann geht es jetzt nach Tunesien. Wir werden Richtung C fahren. Ja, Richtung Stadt werden wir uns dann aufhalten, denke ich mal. Oder wir fahren zu A. Wohl A fahren wir immer von da aus.
Dann glaube ich, wenn wir von C aus fahren, dann werden wir erstmal anfangen mit dem Panther. So viel Sch Munition können wir gar nicht verballern. 23 Schuss. Ihr seht ja mal, wo die Munition aufgelagert ist. Das ist, ja. Die da unten, das ist kein Problem. Die Munition, die da rechts und links erreichbar wäre, ja, das ist halt nicht optimal. Da haben wir auch nicht so viel Panzerung an der Stelle. So, wir sind mit jemandem in einem Team, mit dem Tiger H1. Eigentlich ist das der schwere Kollege, der ein bisschen mehr aushält als wir. Der Panther ist schon sehr stark, also es macht auch schon Spaß, ihn zu fahren. Ja, was ist das denn jetzt für ein Arsch? M18. Der T-34 brennt schon mal. Er ist auch schon weg. Mal gucken, in die Ecke gucken. Vorsichtig. So, ein T-34. Ah, Scheibenkleister. Shitte. Der war jetzt genau auf der Position, ne? Der hat uns an der Munition quasi vorbeigetroffen. Aber auch nicht schlecht, war auch nicht gut von mir gespielt, das muss ich ehrlich sagen. Also, war jetzt nicht unbedingt meine Meisterleistung, war nicht unbedingt eine Meisterleistung, um es mal so zu sagen. Die Stadt ist immer relativ hart umkämpft hier. Das ist auch generell der Fall. Das ist mir auch schon öfters aufgefallen, ne? Also, ich bin jetzt auch kein Profi, das wisst ihr auch, ne? Ich bin, wenn es hochkommt, Mittelfeld oder so. Jetzt haben wir da eine Su 85M. Ist natürlich so richtig Mist für uns. Weil die quasi alles, was da von uns jetzt aus der Richtung kommen könnte, relativ gut blockieren kann. Wäre jetzt schön, wenn sich da mal jemand drum kümmern würde. Abgesehen von uns vielleicht. Kanone haben wir schon mal erledigt von dir. So, der ist weg. Der Vorteil vom Tiger, er ist ein bisschen gelenkiger als sein Hallo? Also der ging jetzt voll durchs Haus durch. Also das ist jetzt ja. Das geht ja eigentlich nicht, ne? Also das haben wir mal wieder was Schönes gesehen. Live und in Farbe, der hat uns durchs Haus geschossen. Ich weiß nicht, ob das hier in dem Spiel normal ist, dass man hier durch die Hause ballern kann. Das ist ja schon quasi wie bei, ja, wie heißt es?
Counter-Strike oder so, wie hieß das Spiel, wo Cheetah Home oder so, keine Ahnung. Ich bin ja, was das angeht, echt schmerzfrei, und das sagt auch, was ich meine dazu, also. Das ist schon irgendwo etwas skurril. Sagen wir mal so. Ich stehe hinterm Haus, eigentlich in Deckung, und werde abgeschossen. Das darf eigentlich ja nicht mehr sein, ne? Ist unser Jagdpanther. Also wenn er jetzt durch den Stein uns abknallen kann, dann wage ich hier langsam mal wirklich zu bezweifeln, ob das alles nach dem rechten Ding zugeht. Okay, Artillerie. Schlag. Zumindest haben wir mal seine Kanone mal ein bisschen beschädigt. Jetzt muss er sich erstmal ein bisschen... Jetzt traut er sich vielleicht nicht sofort direkt raus. Da hat er sich eingenebelt. Eigentlich ziemlich genau darauf geschossen, wo geschossen wurde. Ja, jetzt habe ich schon wieder die Kanone kaputt geballert, ne? Kollege, langsam geht's hier um den Sack wahrscheinlich. Ah, der zieht sich ein bisschen zurück, aber der kommt doch bestimmt jetzt gleich wieder. Oh, muss man ein bisschen drauf achten. Jagdpanther, ich bin noch da. So, schauen wir mal. Wir suchen gerade unser eigenes zu cachen. Und der Tiger hat uns rausgenommen. Ja, das ist natürlich klasse, ne? Das war eine sehr, sehr, sehr schlechte Runde von uns. Zurück zum Hangar. Naja. So, damit sage ich schon mal einfach, ja, ausnahmsweise mal nur ich alleine. Sorry, wenn ich nicht so viel die ganze Zeit geredet habe, aber beim nächsten Mal sind die anderen beiden wieder dabei oder einer davon ist auf jeden Fall wieder dabei. Jo, also, bis demnächst, euer Hannibal. Ciao!